Und ich muss noch vielleicht dazu sagen, also Uvarov ist nur zwei Hierarchie-Ebenen unter Putin, das heißt, er ist ein sehr hoher russischer Wissenschaftler und Beamter und nicht, ja, was auch immer. Ne? Das ist halt der erste Vorwurf, der kommt. Ja. Wer ist die Quelle? Ja, ich hätte noch einen Vorwurf. Ich meine, Putin kommt aus dem Geheimdienstmilieu, ja, und ja. Geheimdienste sind nicht dafür bekannt, dass sie mit der Wahrheit rausrücken, sondern eigentlich eher mit Cover-Stories. Ausschließen kann man das nicht, aber ich glaube, dass die Wahl, also man muss auch fragen, warum sollte er das tun? Also was wäre der Nutzen, diese Geschichte zu bringen? Mhm. Also ich sehe momentan überhaupt keinen Nutzen. Mhm. Können wir natürlich sagen, den siehst du deshalb nicht, weil die andere Geschichte, die damit quasi überdeckt werden soll, ja geheim ist. Aber okay, bleiben wir vielleicht doch jetzt noch bei den Anzeichen, die es für Nibiru gibt. Mhm. Ich habe vor Jahren zum ersten Mal gelesen, dass in der Oort Cloud, so heißt es, glaube ich, das ist also ein Meteorfeld, das glaube ich, ist also am äußersten Rand unseres Sonnensystems, ich glaube 70.000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, dort gibt es also eine ganze Wolke von Meteoren, die muss also riesengroß sein, so wie ich das verstehe. Und in dieser werden also immer wieder, beobachtet man, wie regelmäßig, also natürlich werden aus dieser Meteorwolke immer wieder Meteore ins innere Sonnensystem durch irgendeinen Umstand gestoßen. Das passiert aber relativ zufällig, also völlig randomisiert. Und jetzt hat man aber beobachtet, dass manchmal Häufungen dieser Meteore auftreten, die da aus dieser Cloud herausgeschlagen werden und gegen das innere Sonnensystem dann gestoßen werden. Mhm. Was kannst du dazu sagen? Das ist ja auch eigentlich eine Theorie, warum das passiert, war ja oder ist, dass es einen 10. Planeten gibt, ein großes Objekt, das noch unsere Sonne mit großer Umlaufzeit umkreist. Mhm. Was weißt du dazu? Ja. Also die Umlaufbahn ist natürlich extrem elliptisch, das habe ich zumindest in dieser Einführung nicht erwähnt. Das heißt, die größte Entfernung von der Sonne ist wirklich sehr weit draußen und der sonnennächste Punkt ist dann relativ nahe im Sonnensystem, wahrscheinlich zwischen Mars und Jupiter. Okay. Das ist das Erste. Und Häufung aus gewissen Gegenden war ja auch die Grundlage für die Theorien von Dr. Robert Harrington, dem bekannten US-Astronomen, der das etliche Jahre verfolgt hat, also die Theorien zu Planet X. Nämlich eine Analyse, wie zufällig gerade aus bestimmten Richtungen sich immer diese kleinen Objekte annähern und die Wahrscheinlichkeit war sehr gering, dass es wirklich nur Zufall ist, dass diese Häufung auftritt. Mhm. Und das war auch dann die Grundlage für sein Modell, für seine Annahme, dass eben Nibiru aus dem Süden kommt und wahrscheinlich aus der Gegend Skorpion. Das war eben das wahrscheinlichste Ergebnis des Modells mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit als der gegenüberliegenden Gegend, nämlich ungefähr im Stier. Mhm. Xor ist wieder mit einer Frage im Chat und er sagt, dass also auf dieser Zwergsonne aufgrund der Schwerkraft, die offenbar enorm ist, wenn es also eine komprimierte Materie ist, die also ungefähr gleich einer lebenden Sonne ist, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Masse einer Sonne komprimiert ist auf einen relativ kleinen Planetoid oder Planeten, dann hat man also mit Schwerkraft zu tun, die also, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie spekulieren, aber zigfach im Größenordnung über dem der Erde liegt. Und vor allem auch der Strahlung, dass da nichts lebt. Jetzt, okay, ja, natürlich, also Erdleben würde da nicht existieren, ja. das ist klar. Mhm. Aber generell, ich glaube, die Parameter für Leben sind relativ weit gesetzt, also von verschiedenen Verhältnissen. Und es wäre sogar möglich auf Jupitermond, dass sich Leben befindet. Na gut, also auf Europa weiß man ja, dass ein Riesenozean besteht, genau. Der also von Eis bedeckt ist. Das hat übrigens Edward Hoagland herausgefunden, lange bevor das von der NASA, ich glaube 98, dann tatsächlich bestätigt wurde oder herausgefunden. Er hat das als erster als erster diese Hypothese aufgestellt. Mhm.
Und das stimmt natürlich, dass also die Parameter für Leben sehr weit sind. Ich meine, wir wissen zum Beispiel heute, dass also in Untiefen des Meeres, wo also keine Sonne hinkommt, ja, das ist auch nichts, extremer Druck, ja. Wo also extremer Druck herrscht, allein durch vulkanische Wärme, aha, durch Wärmequellen Lebewesen existieren, die teilweise auch sehr groß sind, etc. Also, und man spekuliert also jetzt, dass auch auf so einer Zwerg, braunen Zwerg, dass dort Lebewesen existieren könnten, die deren Biologie aber dann offenbar sich von unserer völlig unterscheidet. Mhm. Mhm. Nun gut, das heißt also, der 10. Planet ist, du sagst also, bereits zum Teil bestätigt. Mhm. Jetzt zum Beispiel Ed Dames, ein berühmter oder einer der bekanntesten, einer der ersten Remote Viewer, die es jemals gab, zumindest im Westen, der also für die CIA in den 70er Jahren das Remote Viewing Programm auf die Beine gestellt hat. Mhm. Und übrigens auch diese Sonneneruptionen, die jetzt passieren, vor Jahren schon vorausgesagt hat, als ihm alle noch sagten, du spinnst wohl, weil das ist in einer Zeit, wo die Sonne schon längst wieder abgeklungen ist. Ja, ja, genau. Und auch noch mehr vorausgesagt hat, dass es nicht so angenehm ist. Dieser Mann sagt aber auch, dass also Nibiru existiert, was ich recht interessant finde. Aber was sind jetzt die Implikationen? Na gut, wir haben also eine weitere Sonne, die um unsere Sonne kreist. Na schön. Warum sollte man sich da jetzt weiter drüber aufregen? Eben, weil die Erdveränderungen darauf hindeuten, dass er sich auf dem Weg ins innere Sonnensystem befindet. Und was natürlich jetzt das aktuelle Thema ist, ist die Sonnenaktivität, die noch Berechnungen etlicher Wissenschaftler jetzt so extrem war, wie seit mindestens über 1000 Jahren nicht mehr. Richtig, das hat man aus Messungen, die man im polaren Eis, glaube ich, durchgeführt hat. Dort wird ja quasi, das zeichnet ja... Die Konzentration, die schwankt in Abhängigkeit von der Sonnenaktivität. Das heißt, so konnte man das einigermaßen zurückverfolgen, auch wenn es erst... die Sonnenbeobachtung mit Teleskopen seit ein paar Jahrhunderten gibt. Ja, das heißt mindestens 1000 Jahre, aber das ist natürlich, es kann auch deutlich länger sein. Das wurde, glaube ich, nur bis ins Jahr 850 zurückverfolgt. Und dieser Nibiru soll eine Umlaufzeit von etwa 3650 Jahren haben. Das heißt, es wäre logisch anzunehmen, dass es das letzte Mal eben ungefähr vor 3.500, 4.000 Jahren eine ähnliche Sonnenaktivität gegeben hat. Also das wäre interessant, genau diese Werte zu überprüfen. Das wäre auch deshalb interessant, weil ja die Sumerer gesagt haben, dass Nibiru eine Umlaufzeit von 3.600 Jahren hat. Genau. Das würde ja dann genau zusammenpassen. Ja, das wäre prüfenswert. Auf jeden Fall, was jetzt die Sonne für ein Verhalten zeigt und unter Anführungszeichen ist extrem. Das heißt, es gab zuletzt Sonneneruptionen, die nie von dieser Stärke beobachtet wurden. Das heißt, es gibt drei Klassen von Sonneneruptionen. Die X-Klasse ist dann die stärkste und es war eigentlich schon jenseits der Instrumente. Das heißt, ja, ich habe das in den News schon gebracht. Also Dr. Ernest Hildner schätzte das Ganze auf zwischen X25 und X30. Mhm. Und es war also bei X20 hören die Instrumente auf, genau, zu messen. Dann sind sie in Serie. Und er hat auch gesagt, das finde ich auch recht interessant, dass jetzt natürlich die Instrumente für die neuen Beobachtungssatelliten, die sie dann jetzt da in den Orbit schicken, das heißt also sehr weite Orbits rund um, also zwischen Erde und Sonne, dass sie diese auf bis zu X50 eichen. Mhm. Was natürlich, ja, insofern... Fragt man sich, warum, ne? Wenn ja, das nur eine große Ausnahme ist. Ja, ja. Okay, also ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Diese Sonnenaktivität, also ich habe in den News auch gebracht, einen Herrn Jim Kenney. Kennst du den vielleicht zufällig? James McKenney, ja. Jim Kenney heißt er, glaube ich.
Oder vielleicht ja, Jim ist der, richtig. Der Kose oder der Nickname von Jim. Okay, ja. Der betreibt ja auch eine Website und behauptet also stock und steif, sehr zum Missfallen der etablierten Astronomie, dass Kometen auch Sonneneruptionen auslösen können, wenn sie an der Sonne vorbeifliegen und vor allem, wenn sie in die Sonne hineinstürzen, was natürlich also jetzt dem derzeitigen Modell von was Kometen sind widerspricht, weil dort sind das einfach schmutzige Schneebälle. Mhm. Wie glaubst du jetzt, wirkt sich das plötzliche Auftreten, so es denn so ist, eines braunen Zwergs aus? Oder ist die erhöhte Aktivität, die wir beobachten auf der Sonne und somit auch die Auswirkungen auf unser Wetter, sind die auf Nibiru zurückzuführen? Ja, ich glaube, dass es überhaupt nicht entscheidend ist, dass es wirklich eine Sonne ist. Das kommt primär auf die Masse dieses Körpers an, der sich annähert und sich dann zu einem Kometen entwickelt. Also die Theorie von McKenney ist, Planeten formen sich, oder Kometen sind die Vorformen von Planeten, ganz einfach gesagt. Sie entwickeln im Laufe der Zeit immer mehr Masse und irgendwann kommen sie in eine mehr oder weniger regelmäßige Umlaufbahn, nachdem sie vorher sehr elliptisch unterwegs waren. Hm, das ist interessant, eingefangen. Denn angeblich ist ja auch die Venus ein Komet, der irgendwann eingefangen wurde von unserer Sonne. Venus ist, ja, das geht auch schon auf Velikovsky zurück, ähnliche Theorien, die sich etwas unterscheiden, aber nicht im Prinzip, dass eben die Venus das jüngste Mitglied unseres Sonnensystems ist und tatsächlich erst seit tausenden Jahren in diese Umlaufbahn ist und nicht seit Milliarden Jahren. Das heißt, das ist ungefähr der Zeitrahmen, auch aufgrund der physikalischen Eigenschaften. Also Sitchin, der Autor des Buches The 12th Planet, 12. Planet, hat das auch schon beschrieben und die Erklärungen dazu, die zum Meer geliefert haben. Ich weiß jetzt auch, warum der Herr da in den Chat geschrieben hat, man hört dich, Tarek. Die Schaltung ist mich jetzt leicht anders und man hat uns jetzt, während wir in der Pause gesprochen haben, gehört, es tut mir leid, aber ich muss mich erst gerade gewöhnen. Also danke, XOR. Leider habe ich es nicht kapiert. Okay, Entschuldigung. Ja, also Professor McKenney's Show, er hat eine wöchentliche Radioshow, die ich mir jeweils am Donnerstag am Abend und das ist leider laut unserer Zeit dann 2 oder 3 Uhr in der Nacht. Das heißt, ich höre mir sie im Archiv an, fast jede Show. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Wie auch Crop FM natürlich im Archiv jetzt dann nachhörbar ist, wie alle Sendungen in der Past-Show-Sektion. Und es gibt also leider nichts Vergleichbares auf Deutsch. Ne? Er ist mit seinen Theorien ziemlich einzigartig. Mhm. Und es nimmt ziemlich kuriose Formen an. Also war zu Gast bei einer anderen Show vor einiger Zeit und dann hat sogar der NASA-Chef dann nachher angerufen bei der Show, um sich, wahrscheinlich, also er hat nicht erwähnt, warum, aber wahrscheinlich um sich zu beschweren, einfach weil er die Theorien, die offiziellen, derzeit gültigen Theorien sehr stark in Frage stellt und auch die NASA massiv angreift, die eben primär militärischen Charakter hat. Was er hat. Ja, eben, ja. Und leider. Und auch große Ressourcen verschlingt und gleichzeitig keinen echten Output liefert, sondern sehr viel tut, um, sagen wir mal, die Wahrheit fernzuhalten von der Öffentlichkeit. Ja, das kann ich zumindest aus dem, was ich bis jetzt